Jetzt ist uns ein Graph gegeben und dieser Graph soll die Funktion y gleich b mal a hoch x abbilden. Die Aufgabe besteht darin, dass wir b und a ermitteln. Und ähnliche Aufgaben kennt ihr vielleicht schon aus früheren Jahrgängen mit Geraden, wo eine Gerade gegeben ist und die hat die Gleichung y gleich mx plus t. Was macht man? Man nimmt zwei Punkte und die setzt man dann in die Gleichung ein. Und genauso geht es hier. Wir suchen uns zwei geeignete Punkte aus dem Graphen und setzen dann den y-Wert für f von x ein und den x-Wert eben für x und dann lösen wir diese Gleichung bzw. dieses Gleichungssystem auf. Der Reihe nach. Erstmal zwei geeignete Punkte. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass der Punkt 1, 6 abgelesen werden kann. Und mit etwas Fantasie sieht man auch den Punkt 2, 4,5. Ja, und wie gesagt, jetzt setzen wir diese Werte in diese Funktionsgleichung ein. Zum besseren Verständnis, f von x ist ja nichts anderes als y. So, und jetzt haben wir hier ein x-Wert und da ein y-Wert. Das heißt, statt y schreibe ich 6. Und statt x schreibe ich den zugehörigen x-Wert, also 1. Und damit habe ich eine erste Gleichung. Und das Gleiche mache ich jetzt für den zweiten Punkt. Also auch hier wieder statt y der konkrete y-Wert, der lautet hier 4,5. Und statt x jetzt der konkrete x-Wert und der lautet 2. Und damit liegt eine zweite Gleichung vor. Es gibt ja so ein Prinzip, eine Faustregel, mit zwei Gleichungen ist es normalerweise möglich oder ist es meistens möglich, zwei Unbekannte, in dem Fall a und b, zu ermitteln. Ihr kennt verschiedene Verfahren, zum Beispiel das Einsetzverfahren. Man könnte jetzt diese Gleichung hier nach b auflösen und das unten einsetzen. Dann hätte man eine Gleichung mit einer Unbekannten. Ich möchte es hier etwas anders machen und zwar möchte ich jetzt einfach mal die zweite Gleichung durch die erste teilen. Mit anderen Worten, geteilt durch 1 heißt 4,5 geteilt durch 6. Ist gleich b geteilt durch b. Und darum mache ich es. Das ist nämlich 1. Also mit dieser Methode bin ich gleich mal b los. Also b durch b ist 1. Von daher hebt sich das auf. Und a Quadrat geteilt durch a. Und damit habe ich eine Gleichung, in der nur noch eine Unbekannte, nämlich a, vorkommt. Und die kann ich jetzt nach a auflösen. Ja, 4,5 durch 6, das ist 0,75. Und a Quadrat durch a ist natürlich a. Und damit habe ich bereits eine erste Lösung, a gleich 0,75. Und wenn man mal einen Wert von zwei Unbekannten ermittelt hat, dann ist es natürlich sehr leicht, jetzt auch noch b zu ermitteln. Ich kann mir eine der beiden Gleichungen aussuchen. Ich nehme mal
Die erste, weil die mir einfacher erscheint. Das heißt, das hier setze ich jetzt in 1 ein. Und dann ergibt sich die Gleichung 6 gleich b mal 0,75. Ja, und auf b komme ich, indem ich durch 0,75 teile. Und damit ist b gleich 6 durch 0,75 und das ist 8. Vielleicht zuletzt noch eine grafische Überprüfung. Ist das plausibel, was ich ausgerechnet habe? B ist ja der Anfangsbestand, also der Faktor vor der Potenz. Und den Anfangsbestand erkennt man grafisch immer am Schnittpunkt mit der y-Achse. Wenn man sich diesen Graph ansieht, der ist hier bereits bei 6. Wenn der jetzt weiter nach oben geht, dann erscheint es gut möglich, dass er bei y gleich 8 die y-Achse schneidet. Also geht das schon mal klar. B gleich 8 macht Sinn. Ansonsten handelt es sich ja um eine fallende, um eine monoton fallende Funktion oder einen fallenden Graphen. Das wiederum heißt, dass die Basis der Potenz, also der Veränderungsfaktor, auf jeden Fall kleiner als 1 sein muss. A muss kleiner als 1 sein und das ist tatsächlich der Fall. 0,75 ist kleiner als 1, also Kontrolle bringt nichts anderes zutage. Damit haben wir die richtigen Werte gefunden.